Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger die Neuheiten 2021 der Modular Trooper Pack. Wir haben den Trooper Pack, also den Vorgänger vom Modular Trooper Pack, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das heißt, eigentlich haben wir ihn gar nicht behandelt und beachtet. Ja, wir fanden einfach von der Aufteilung her mit diesen drei Fronttaschen und vom Design her, fanden wir einfach die Modular Packs interessanter. Deswegen haben wir den eigentlich nie vorgestellt. Umso mehr interessiert uns jetzt aber der Modular Trooper Pack, weil der einfach nochmal ein paar Features hat, wo ich sage, die findet man in den Modular Packs nicht. Und genau deswegen zeigen wir den euch heute. Der Modular Trooper Pack von Tasmanian Tiger ist ca. 62 cm in der Höhe, 34 cm in der Breite. Die Tiefe des Hauptfachs sind 16 cm und vorne auf der aufgesetzten Tasche habt ihr nochmal ca. 10 cm. Wie ich schon gesagt habe, der Unterschied zum Vorgänger ist hier die Aufteilung der Fronttaschen. Während der drei einzelne Taschen hatte, die auch wirklich so in einer Reihe gelegen haben, hat hier der Modular Trooper Pack zwei Fronttaschen. Von der Größe her sind das hier unten 8 Liter, hier oben 2 Liter. Die obere Tasche ist so leicht diagonal anliegend und dann habt ihr hier diese große Tasche. Insgesamt bietet euch der Rucksack 55 Liter Volumen und ihr habt ein Leergewicht von 2,65 Kilo. Das ist jetzt nicht gerade wenig, aber ihr werdet gleich sehen, der Rucksack bietet euch unwahrscheinlich viele Features und hat auch ein exzellentes Tragesystem. Von daher ist das hohe Grundgewicht auch in Ordnung. Der Modular Trooper Pack kommt mit dem V2-Tragesystem von Tasmanian Tiger. Da habt ihr hier ein amtliches Meshpolster auf der Rückseite mit Luftzirkulationsöffnungen hier rechts und links. Zusätzlich natürlich dick gepolsterte, anatomisch geformte Tragegurte, die über D-Ringe verfügen, über einen Brustgurt verfügen und sich hier mit einem Gleiter nochmal in der Länge verstellen lassen. Oben lässt sich das Ganze auch einstellen natürlich für gewisse Körpergrößen. Könnt ihr hier einfach den Klett öffnen und dann den Tragegurt entsprechend setzen. Dann habt ihr zusätzlich auch nochmal oben Lastenkontrollriemen, um dann den Rucksack näher an den Rücken zu bringen. Der Modular Trooper Pack hat einen abnehmbaren Beckengurt, das haben viele andere TT-Packs auch. Hier habe ich aber die Möglichkeit, den Beckengurt separat als Warrior Belt zu nutzen. Dazu wird einfach der Klett aufgetrennt, dann kann ich hier entsprechend den Gurt herausziehen. Und jetzt sieht man nämlich auch schön, ihr habt hier durchgängig Molle auf dem ganzen Gürtel, also nicht nur an den Flügeln, die ihr normal dann auch habt, wenn ihr den Beckengurt am Rucksack nutzt, sondern auch wirklich in dem Bereich in der Mitte, das heißt ein vollwertiger Battle Belt. Wenn ihr den Beckengurt nicht benutzen wollt, könnt ihr hier die Alu-Streben, die auch natürlich an den Rücken anpassbar sind, die kann man hier rausnehmen und dann entsprechend formen. Die kann ich hier dann in eine Tasche packen, die habe ich jetzt vorhin schon mal vorbereitet, geöffnet, damit wir nicht hier so viel Klett haben. Dann wird die hier reingepackt, zugemacht, dasselbe Spiel nochmal auf der anderen Seite. Und damit habe ich dann hier die Möglichkeit, den Rucksack komplett ohne Beckengurt zu tragen, aber trotzdem muss ich nicht auf die Alu-Streben verzichten. Die Front und die Seiten sind mit Lasercut-Molle ausgestattet. An den Seiten habt ihr nochmal Kompressionsriemen, die aber nur das Hauptfach komprimieren. Das finde ich sehr, sehr geil, weil dann habe ich hier nämlich immer die Möglichkeit, alle Reißverschlüsse bedienen zu können, ohne hier die Seitenverstellung aufmachen zu müssen. Bei der Hardware verwendet Tasmanian Tiger Wujin Buckles und natürlich habt ihr hier unten auch nochmal rechts und links eine große Tasche für Trinkflaschen und da passt auch von der Größe her eine Nalgene rein, die kann dann sogar, wenn man möchte, mit dem Kompressionsriemen oben nochmal gesichert werden. Hier habt ihr eine Lasche zum Ziehen und oben ein Bündchen, was die Tasche dann auch eng zusammenzieht, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Die Fronttaschen haben Lasercut-Molle über die ganze Fläche. Hier hat man bei der großen Tasche oben einmal eine horizontale Linie Lasercut-Molle angebracht und der Rest ist reguläre Molle. Zusätzlich habt ihr hier auf jeder Seite drei Schlaufen für Schockhort, die ist auch mit dabei. Und dann könnt ihr hier vorne dann auch nochmal eine Jacke anbringen. Im oberen Bereich, in der oberen Tasche auch nochmal entsprechend Lasercut-Molle und ein kleines Klettfeld für Patches. An den Seiten habt ihr hier rechts und links jeweils Laschen, die gibt es auch nochmal auf der Unterseite, um da nochmal Ausrüstung anbringen zu können. Jetzt habe ich hier rausgefunden, bin ich sehr stolz drauf, aber das ist sowas, wo ich sage, das macht auch Epic so ein bisschen aus. Wir haben
hier eine ganz geile Sache, wenn man diese Laschen benutzt. Und zwar gibt es von Eagle Industries eine Mesh-Tasche. Mesh-Tasche. Das ist die sogenannte SSI-Bag. Also einfach nur so ein Sammelbeutel, wie diese Turnbeutel, die auch gerade so modern sind. Die nutzen die Seals, die haben die immer in ihrer Beintasche, um dann Beweismittelsicherung machen zu können. Gibt es bei eBay. Und die kann man hier wunderbar einhängen. Wenn man sieht, was man tut. Auf beiden Seiten. Dazu braucht ihr nochmal hier so ein paar G-Hooks. Die sind nämlich nicht da dran, aber die kann man ja einfach auch nachkaufen. Und dasselbe dann nochmal auf der Unterseite. Und damit habt ihr ein Beaver-Tail gebaut für diesen Rucksack und habt nochmal zusätzliche Staufläche. Finde ich eine sehr geile Sache. Ist mal eine Erwähnung wert. Also dafür kann man zum Beispiel diese Laschen perfekt nutzen. Ansonsten könnt ihr natürlich da Karabiner einhängen oder weiß der Teufel was. Oben auf habt ihr einen großen Tragegriff, der auch noch ein bisschen verstärkt ist. Zusätzlich rechts und links davon einen D-Ring. In der Mitte ist ein Durchlass für Trinkschlauch oder Antennen. Das gleiche nochmal hier an den Seiten, jeweils rechts und links oben. Auf der Unterseite hat man sich für klassische Molle entschieden. Das finde ich auch ganz gut, wenn man da keine Löcher hat, sondern hier wirklich gutes Gurtband, um da nochmal eine Isomatte oder ähnliches anbringen zu können. Hier seht ihr auch jetzt nochmal gut die Laschen, die ich vorhin genutzt habe, um den Bag anzuhängen. Und dann habt ihr hier nochmal zwei laminierte Tabs, um da auch nochmal entsprechend mit Schockcord irgendwelche Gegenstände befestigen zu können. Zum Rücken hin ist hier unten noch ein kleines Zipperfach. Da ist ein Regencover drin, gesichert mit einem Haken. Dann nochmal ein Tipp von uns. Wenn es nicht regnet, ist das Regencover natürlich auch immer eine sehr, sehr gute Unterlage, wenn ihr den Rucksack mal in Dreck legen wollt. Also einfach das Ding nehmen, Rückenbereich reinpacken, also nicht so, wie es eigentlich gehört, oben drauf, sondern auf die Unterseite. Und dann könnt ihr den Rucksack schön auf den Rücken legen, daraus arbeiten, ohne dass euer Rückenbereich verdreckt. Wir haben aktuell den Modular Trooper Pack als Vehicle Bugout Bag ausgestattet. Das heißt, alles, was man so im Auto mit dabei hat, ist hier reingepackt. Gehen wir mal von außen nach innen und fangen mit dem 8 Liter Frontfach an. Wir haben hier zwei umlaufende YKK-Zipper, die dieses Fach auch zu zwei Drittel öffnen. Seht ihr, habt ihr hier auch zwei Bereiche. Einmal den Flappenbereich. Hier hat man die neuen Tasmanian Tiger Nylon-Pouches untergebracht mit dieser Wabenstruktur. Sehr, sehr geile Sache. Man sieht sofort den Inhalt. Ist ein bisschen stoßfester oder durchstoßsicherer als eine reine Mesh-Tasche. Habe ich hier zwei große, nochmal unten drunter zwei kleine. Dann darunter nochmal ein großes Zipperfach, das hier so über diese ganze Fläche geht. Und vorne drauf nochmal ein einfaches Einschubfach ohne Verschluss. Da könnte ich zum Beispiel ein Regencape unterbringen. Das eigentliche Fach, wie gesagt, ungefähr 8 bis 10 cm Tiefe, hat hier einmal ein Molle-Klettfeld auf der Rückseite. Hier habe ich auch nochmal rechts und links jeweils drei Schlaufen, um da mit Schockcord arbeiten zu können, um hier was anzubringen oder halt, wie ich es gemacht habe, Klettmodule einsetzen oder aber auch Molle-Pouches. Die 2 Liter Top-Tasche, ebenfalls zwei YKK-Zipper umlaufend. Diese Tasche ist leicht nach vorne gewölbt, also beziehungsweise zum Pack hin gewölbt, zum Rücken hin gewölbt, dass man hier auch Sachen reinlegen kann, die dann nicht gleich herausfallen. Wir haben hier einmal einen großen Staubereich, wo ich entsprechend eine Nylon-Tasche mit Zipper hier oben habe. Dann darunter liegend einen großen Bereich mit Meshfeld, mit einer normalen Tasche und hier nochmal hinten dran Einschübe, damit ich da auch nochmal Sachen unterbringen kann. 2D-Ringe zum Sichern von Karabinern. Und hier ganz im unteren Bereich ist nochmal ein Streifen Klett zu sehen, wo ich dann auch hier solche kleinen Klett-Pouches unterbringen kann. Bei beiden Taschen ist noch anzumerken, dass hier über dem Reißverschluss nochmal eine Flappe verläuft. Das heißt, der Reißverschluss ist immer schön vor Staub und Dreck geschützt. Das hat man beim Hauptfach nicht, aber das ist auch in Ordnung, denn hier muss ich ja öfters ran und hier habe ich natürlich auch viel mehr Fläche und auch einen viel dickeren YKK-Reißverschluss. Der ist auch wieder komplett umlaufend und gibt euch wirklich Platz für ein richtig, richtig
amtlichen Vehikel, Bug-Out-Bag. Ihr habt im Flappenbereich drei große Mesh-Pouches, wo ihr entsprechend nochmal Ausrüstung unterbringen könnt. Ein kleines Klettfeld, wo ihr nochmal Sachen anpacken könnt. Und was ich gemacht habe, ich habe jetzt hier im Hauptfach einfach nochmal eine Platte eingelegt. Das Man in Tiger hat eine eigene Trennplatte, die habe ich jetzt aber noch nicht zur Verfügung gehabt, deswegen habe ich eine von Miltec genommen. Damit kann ich dann entsprechend hier so ein Modul einfach nehmen und einsetzen. Das legen wir jetzt aber mal beiseite, denn das brauchen wir nicht. Im eigentlichen Hauptfach habt ihr auf der rechten Seite hier 1, 2, 3 Einschübe. Der untere ist unten offen, das heißt, hier könnte ich auch eine Flasche einsetzen. Die beiden anderen Taschen oben drüber sind geschlossen, eignen sich perfekt für ein bisschen Klopapier zum Beispiel und eine Mütze. Auf der anderen Seite sind es nur zwei Taschen, also die hier gespiegelt im Prinzip, dass ihr auch nochmal da entsprechend die Handschuhe unterbringen könnt. Der Rückenbereich wieder wie auch in der Fronttasche, Molle Klett. Fast über den ganzen Bereich. Ihr habt unten vielleicht nochmal 10 cm Platz, wo kein Molleklett zur Verfügung steht. Da könnt ihr dann irgendwelche anderen Gegenstände unterbringen. Oder wenn ihr eine Kletttasche einsetzt und die nur halb einklettet, hält die auch wunderbar. Wäre überhaupt kein Thema. Auch hier wieder jeweils auf jeder Seite 3 Laschen, um da nochmal mit Schockort arbeiten zu können. Und natürlich, der hat ja auch einen Trinkblasendurchlass, hier oben nochmal eine Aufhängung für ein Trinksystem. Das war's mit dem Modular Trooper Pack von Tasmanian Tiger. Wir finden, das ist ein sehr gelungener Pack und speziell auch für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel als Vehicle Bug-Out Pack, kann man hier wirklich nochmal ein bisschen mehr Unterteilung und Organisation schaffen als mit dem Modular Packs. Wenn euch der Inhalt interessiert, schieben wir da gerne nochmal ein Video hinterher, was wir da alles drin nutzen, was wir uns dabei gedacht haben. Schreibt es uns einfach in die Kommentare, dann können wir euch das auch entsprechend liefern. Negativ aufgefallen ist uns an dem Pack eigentlich fast nichts. Das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, wäre beim Beckengurt, dass die Träger bzw. die Verstellung des Beckengurts, dass die nach hinten geht. Da habe ich immer ganz gerne ein Pull-Forward-System, einfach damit ich da noch mal ein bisschen mehr Zug drauf bringen kann. Das ist jetzt aber keine wilde Geschichte, gerade auch bei einem 55-Liter-Pack, der jetzt nicht unbedingt so schwer wird, dass man da so viel Zug auf den Beckengurt geben müsste. Den Modular Trooper Pack gibt es in Coyote, in Oliv, wie hier zu sehen, in Schwarz und in Khaki. Gibt es auch nochmal in Multicam. Da ist er allerdings aus 500er Cordura gefertigt. Die anderen 4 Farben, die ich vorher genannt habe, ist es 700er Cordura. Wir hoffen inständig, TT, bitte, bitte, bringt ihn noch in Steingrau Oliv, dann sind wir alle glücklich. Der Link zu Tasmanian Tiger ist unten eingeblendet. Ihr bekommt den Modular Trooper Pack überall dort, wo man Tasmanian Tiger Produkte kaufen kann. Welchen Rucksack nutzt ihr als Vehicle Bug-Out Bag oder als Bug-Out Bag generell oder von Tasmanian Tiger? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.